Hey und jetzt willkommen bei einer weiteren Folge. Ich bin jetzt mal aus Eigennutz, weil mich das einfach manchmal nur noch annervt, wie viele Drops ich habe auf den 32-Bit-Client umgestiegen. Und ich muss sagen, jetzt natürlich eine Auf. Au, das war laut, das werde ich auch rausnehmen. Das war. Eieiei, war gerade WhatsApp laut. Also, in der Aufnahme ist es hier so, dass ich von den Traps gecappt werde, aber dann habe ich trotzdem keine Ruckler. Und außerhalb ist es halt nicht so. Und ich mache jetzt mal komplett uneigennützig und ohne dass die Person das weiß, Werbung für einen Twitch-Streamerin, weil ich das total lustig fand gestern. Und es ist halt Aion, also für euch ist es auch was. Ich blende jetzt hier irgendwo so einen Link ein. Keine Ahnung, wie man das macht. Ich finde das raus. Und zwar gestern bin ich dann da im Stream da rumgelaufen und alles. Und ist zwar eh die Ausleute, aber voll okay. Wie jemand von euch Stream snipert, ja, ich kenne euch, Asmus, ihr macht das gerne. Ich weiß das noch damals von Vehala. Irgendwer hat immer mich gestreamsniped, zur Not sind sie umgelockt und haben mich gestreamsniped. Also, nicht cool, Leute, nicht cool. Nee, aber ich finde, sie ist zu lustig, um so wenig Views zu haben. Das ist blöd, der steht auch mitten an der Garni, wir werden ihn gleich machen. Wir sind im Taubengebiet, wie ihr seht. Und jetzt ist auch das mit der Werbung fertig, keine Sorge. Wie gesagt, weiß hier nichts von. Ist meines Erachtens, finde ich, das nett, dass ich das mache. Das Lustige fand ich ja, sie spielt auf Loki Elios und der Chat wusste zum Großteil, wer ich bin, und sie hat einfach keine Ahnung. Komplett gar keine. Und ich dachte mir so. LOL. Also, ich bin dann sogar mit dem SM rübergegangen, ja, auf Taubenseite. Das war verdammt schwer, weil ich hatte versprochen, weil ich Steam Snipe mir scheiße finde, dass ich niemanden auf Taubenseite töte. Und, oh Gott, nein! Ich hab nicht aufgepasst. Scheiße, Silence kommt jetzt drauf. Nein, 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 ich hab noch keinen Kiss gestehen. Ah! Scheiße. Ich hab aber zwei Items, alles cool. Ja, die machen 4x3er und ich hab gerade nach hier geguckt. Ihr habt's gesehen, ich hab nicht aufgepasst. Das war jetzt Kacke von mir. Nee, auf jeden Fall. Versucht mal. Bin hier unten durch den Riss rausgekommen. Ich musste durch das Gebiet hier, ja. Fucking nochmal hier wurde ich einfach mal zweimal getötet. Ja, ich hatte Glück, dass ich zwei Items dabei hatte. Wieso lacht der? Ich meine, Alter, ich habe euch noch nicht mal versucht anzugreifen. Entschuldigung, mein Hals. Nee, auf jeden Fall sind sie jetzt weg. Alles cool. Nee, und also. Oh. Tut mir leid, aber an jetzt mal die Tauben. Es gibt unter euch einen Offi 5 Gunner, der schlechter als unser Offi 5 Gunner und das mag was heißen und hier ist ein Jäger im Hide. Oh, Atreya schwingt. Nice. Es ist nämlich so, übrigens. Oh, er ist gar nicht online. Wie möchte ich denn gerade versuchen? Ah, egal. Auf Taubenseite droppen die Sachen ein bisschen besser. Meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, droppt die Taubenseite besser. Ist halt einfach so. Ja, der da vorne wird keine Angst haben. Ich renne ganz bestimmt nicht in die Garni rein. Das wäre bescheuert. Nee, auf jeden Fall war ich dann da unterwegs. Und dann meinten die, dieser ach so tolle Gunner. Und ein Kantor, es war halt Kantor, der hatte kein Gear, der war auch nur Rang 1. Das war voll okay, das wusste ich. Ich hatte ihn vorher auch stehen lassen. Ich habe, wie gesagt, niemanden angegriffen. Meinte dann mir hinterher zu rennen und ich wollte ihnen ja keinen Schaden machen. Das heißt, ich habe nichts anderes als Root und den Slow gemacht. Klar holt er mich dann irgendwann ein, weil, naja, er hat noch einen Kantor dabei gehabt. Und dann, er hat es nicht geschafft, mich zu töten, bis zu dem Zeitpunkt, wo mir ein SM, der da rumgelaufen ist, ein Instant 4 gegeben hat. Und ich saß da so, oh Gott, würde ich dich wirklich töten wollen, wärst du schon seit Ewigkeiten tot. Und dann meinte er dann danach, als ich wieder dahin gekommen bin, bei denen zu schreiben, dass der SM Angst vor ihm hätte. Und ich saß da so, okay, scheiß drauf, ich greife ihn jetzt an. Hab gewartet, bis sie den 4x3er-Bob fertig hatten, waren alle voll. Ich bin in die Gruppe reingesprungen, hab mir den Gunner vorgenommen. Ich hab echt nur Gedispelt und Erosion gemacht und der war wirklich so ein Hauch vor Tod, so wie dieser Mob jetzt, ja? Also, dieser Gunner hatte gar nichts drauf. Auch kein Gear, kein gar nichts. Und ich saß da so, ich so, ernsthaft? Und ich habe dich gerade aus der Gruppe rausgepickt, ja? Ich habe ihn dann leben lassen, weil ich ja gesagt hatte, ich töte niemanden, aber da dachte ich mir so, lol. Dann bin ich dann
entspannt vor der Gruppe wegspaziert, hab dann leider im Stream was geschrieben und dann kam mir ein Bard entgegen, dann bin ich gestorben. War mir dann auch egal. Also, es sind halt solche Spielchen, die ich manchmal mit Tauben mache. Jedenfalls, das war lustig. Deswegen merke ich, wollte ich den Stream eben anmerken. Ganz ehrlich, Taubenseite droppt richtig gut. Ist halt so. Naja. Zum Glück wollte ich eh noch hier die Quest machen und eigentlich suche ich gerade AFK-Templer. Denn... ich finde AFK-Templer, also tatsächliche AFK-Templer, nicht Templer, die tatsächlich da sind, finde ich scheiße. Und die benutzen einen ganz einfachen menschlichen Faktor. Und zwar, GMs können nicht immer nachts online sein. Das heißt, wenn du deinen AFK-Templer hast, hast du eine sehr gute Chance, wenn du ihn nachts online lässt, dass es nicht auffällt. Weil kein GM kann es überprüfen, weil es nachts ist, weil kein GM um 3 Uhr nachts arbeitet, ja? Die haben ihre Arbeitszeiten und die sind nicht 3 Uhr nachts. Also da muss... Das ist... Also, ja. Und deswegen... Naja, ich muss hier eh durch das Gebiet laufen. Ja, der Windstream geht in die andere Richtung, also muss ich tatsächlicherweise laufen. Stehen halt die AFK-Templer dann die ganze Nacht hier. Und das finde ich einfach scheiße. Und Jade blockt wirklich irgendwas. Wo bist du, Junge? Hä? Ich sehe dich nicht. Ah, da vorne. Das... Wieso steht ein AFK-Templer bei denen? Also das ist definitiv ein AFK-Templer. Relativ einfach zu zeigen. Ich werde ihn jetzt... Hallo? 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 Nö. Oh, oh. Bin mir nicht sicher. Oh, er ist nicht der AFK. Trotzdem macht er die falschen Mobs und er stirbt jetzt einfach, weil ich ihn scheiße finde. Jetzt hat er gewechselt. Ist okay. Er kann sich ruhig alles ziehen, aber ich brauche die Kill-Quest. Sorry. Ach komm, hör auf dich zu healen. Ernsthaft? Okay. Übrigens, wieso machst du diese Mobs? Das sind die falschen Mobs. Vielleicht hat er keine Lust mit den anderen AFK-Templern hinten zu kämpfen um die Mobs. Aber das sind eigentlich die falschen hier. Naja, egal. Also, weil die hier machen noch ein bisschen Schaden. Sind halt blöd. Naja, egal. Einen Kill haben wir schon. Übrigens, ihr habt ja gerade gesehen, ich habe noch diese Quest offen, wo man 8 Leute töten muss. Die wird wahrscheinlich erst mit dem nächsten Event dann wieder abgebbar sein, weil der NPC dafür ja nicht mehr da ist. Hier, die hier. Habe ich halt offen. Mache ich genauso wie das letzte Mal. Da hat es ja so eine... Du kriegst ein Aufwertungsserum, glaube ich, wenn du 20 Kills machst. Also ein zeitlich begrenztes. War mal bei irgendeinem Event und ich habe nie 20 Kills in Akkaron gemacht. Habe ich die nach dem Event, nach Ewigkeiten, dann irgendwann mal gemacht gehabt. Ist immer so blöd hier rumzulaufen, weil ich halt nicht unendlich viele Mobs ziehen möchte. Okay. Jetzt können wir relativ sehen, ob hier AFK-Templer sind oder nicht. Weiter machen wir die mal ein bisschen tot. Wir müssen halt eh nach da oben. Oh, mein Geist hat was gezogen. Machen wir es mal so. Wo ich weiß, dass mein Geist was gezogen hat, er hat Damage bekommen, also hat er was gezogen. Sieht momentan... Übrigens, wenn man an einem AFK-Templer vorbeiläuft, hatte ich zumindest gestern das Problem, dass ich einmal einen kleinen Lag gekriegt habe, weil er einfach mal 50 Mobs hinter sich her... Also tatsächlich nicht AFK-Templer. 50 Mobs hinter sich hergezogen hat. Ich dachte mir so, Alter, Aion, krieg mal deine Berechnung hin. Das war halt ultra nervig. So, jetzt sind wir im richtigen Gebiet. Ich glaube, wir machen bevorzugt jetzt... Oh Gott, ich habe die Dreier gezogen. Nein! Nein! Huch, Expressman. Ach ja, genau, vom 5 Mattissen. Ich habe netterweise eben... Ich bin ja so ein Genie. Ich renne von den einen Dreier-Mobs in die nächsten Dreier-Mobs, ey. Oh Gott! Alter, ich kann ihn doch sehen. Wieso brauche ich dann eine... Egal. So viele muss ich noch von denen töten. Oh Gott. Der Assa werde ich bestimmt nicht. Assa sind nämlich... Also er ist ein Nahkämpfer, ja. Aber er ist Stranger Nahkämpfer. Das heißt, er droppt einen kleinen Assa. Und ich weiß noch nicht, wie stark die Assas sind. Oh Gott, wie war es? Fighter waren hier Nahkämpfer. Und Soldaten als Soldiers... sind, okay, Spearmänner sind selbstverständlich Fernkämpfer. Den Quack hier könnte ich angreifen, wenn ich das genau nehme. Aber erstmal präventiv Magma-Geist.
Mein total beschissenes Kritz. Warte mal. PvE. Bond-Kritz-Set. Ja, ich komme dann auf total crappy Werte, aber lass das mal einfach stehen. Also, warte, ich kann es mal zeigen. Also, einfach nur. So, wir lassen erstmal den Geist draufgehen. Aus dem einfachen Grund, ich habe vergessen, den Geist zu werfen. Damit wir nicht unbedingt die gesamte Akku haben und diesen nicht alles halt abkriegen. Wir sind gerade richtig bescheuert, wir müssen hier vorne hin. Wir müssen ihn halt hier wegkriegen. Der Mighty Sash zum Beispiel hat jetzt meinen Geist abbekommen und das ist halt ultra gut. Oh, Kacke. Und ich ziehe die natürlich auch noch. Ist okay, wir schaffen das. Alter, sind die Assas schnell. Fällt euch das gerade auch auf? Okay, jetzt ist der eine resettet. Ah, ich habe die nächsten Dreier gezogen. Ich bin so voll idiotisch. Lol, sind halt alle direkt vor meinem Gesicht resettet. Habt ihr es gesehen? Läuft. Ist alle außer der Kleine. Ja, der hier. Der ist ja süß. Den machen wir mal eben. Oh, wir müssen uns am Geist ein bisschen hier hin. Lol, der ist schon kaputt. Was machst du für übel Schaden? Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Deswegen ist mir auch gerade mein Geist weggeplatzt, weil. What? Bitte was? Ja, ganz typischerweise hat er extreme. Wenn du mich nochmal unterbrichst, kriegen wir Ärger. Stun-Resistenz. Genauso wie eigentlich CC-Resistenz, aber wir sind halt langsam in dem Level, dass wir es hinkriegen. Ich glaube, ich muss ihn weiter nach hier ziehen, bevor ich ihn massieren kann. So theoretisch. Oder ich muss halt ihn kiten, bis der Arzt kommt. Also die Assa machen entschieden so viel Schaden, das ist wie bei uns die Guardians. Das heißt, welche waren die anderen nochmal? Die Fighter werden ein bisschen leichter sein. Joa, das hört sich doch mal gerade nach viel Loot an. Wo ist überhaupt das? Die Atreya-Schenke. Ich überdenke momentan, ob ich die meinen Templar gebe. Ja, aber die haben die Level-Reduktion. Mein Templar wird nie und immer so hoch. Ja, okay, ich wollte sagen, willst du eins mal langsam von dem Mob verschwinden? Vielleicht. Wenn es dir beliebt, wäre das ganz nett. Ach, nee, eigentlich wollte ich ja nur die Quest fertig bekommen, damit dass ich jetzt hier bin. Und ich dachte, ja, vielleicht kriegst du ein paar Aftab-Templer hier ab, aber es sind anscheinend keine da. Und ich habe halt noch diese blöden Quests in genau dem Gebiet offen, wo die schwersten Mobs sind und obwohl, nee, unten links hatte ich auch noch. Da habe ich dann ja damals mal, kann ich ja jetzt hier mal anmerken, das Video, wenn ich mich dran erinnere, habe ich ja damals da noch PvP nebenbei gehabt. Das war ja das, oh, welches Event war das? Ich glaube, das war EP-Event, wo die dann unten in dem Gebiet ganz, ganz viele Leute waren und die mich irgendwie alle ignoriert hatten. Keine Ahnung. Also, sie haben einmal richtig PvP gemacht, wäre ich halt instant gestorben und dann irgendwann ist dann Verazaima auf mich losgegangen. Nach Ewigkeiten. Ich kenne, wo ich die anderen die ganze Zeit genervt habe. Und bei denen war dann, nein, ich töte den Mob, ich greife nicht die Taub, den Asmo an. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Stell den Mob im Root ab und mach mich. Naja. Oh Gott, ich muss mir irgendwie hier einen Pfad durchsuchen, damit. Oh Gott, nein, da ist ein Leader-Mob. Damit ich halt nicht alles ziehe. Aber gleichzeitig hier mal ein bisschen vorankomme. Das ist wie gesagt, das die nicht angreifen, das sind Fernkämpfer. Und Fernkämpfer sind grundsätzlich scheiße zu machen, weil ihr sie nicht kiten könnt. Und kiten, das sieht voll cool aus so nebenbei. Hey, ich hab mein Saus. toll. Fernkämpfer sind halt nervig. Ja, mein Crit-Set ist noch nicht so ideal. Also ihr könnt euch ja, während ich mal kämpfe, die Stats anschauen. Jetzt habe ich natürlich keinen Pet-Buff mehr. Es ist halt mehr als nicht ideal. Es hat viel zu wenig Crit. Ich muss da noch dringend mehr Knowledge drauf sockeln. Aber mir sind die Steine ausgegangen, weil einfach mir alle weggeplatzt sind und ich deswegen totale Kacksteine drauf habe. Also, oh Gott, mein Handy ist wieder gefallen. Alter Schwede. Wir können mal kurz. Es gibt ein einziges Teil, das ist halbwegs vernünftig gesockelt. Und da. Das ist.
Das sind drei Steine, sind okay. Die anderen sind einfach nur. Oh. Und wenn man sich an ein. Ich meine, das ist voll die Kacksockelung. Wieso laufe ich mit sowas rum? Und zwar, weil ich laufe damit rum, weil es immer noch besser ist als kein Kritzett. Es ist halt so, dass ich damit wirklich auf mehr Crit komme. Ja, seht ihr, es ist ein Nahkämpfer und damit voll easy zu machen. Nahkämpfer kann man looten, so ein Shit und stunnen und. Okay, es ist cracky, man kann ihn nicht stunnen, aber. So vom Grundprinzip her. Was muss ich eigentlich in der Hero Trials heute machen? Abgesehen vom Dissen. Atma, ja, okay, da habe ich Cooldown. Und 10 Tauben in Nosra töten. Da habe ich jetzt eine. Ja, ich habe da eine getötet eben, ne? Ja. Der Stun ist gut, kriegen wir TP. Deswegen mag ich es eigentlich, wenn Mobs dann. Man halt nicht dadurch dann stirbt. Das finde ich natürlich dann doof. Und ich weiß, dass ich meinen Geist eigentlich gegenhehlen könnte. Aber naja, jetzt ist er eh tot. Also. Die Vertretung ist weg, meinte ich damit. Haben wir Mobs in der direkten Nähe? Hm, ich glaube, die sind weit genug weg. Oh, aber ich glaube, das war knapp. Ja, so weit weg waren die dann doch nicht. Also es passiert mir schon mal ganz gerne, dass ich vergesse, dass direkt bei mir auch Mobs stehen und ich damit dem Masphere einfach mal alle adde und wieso ist jetzt genau diese blöde Pflanze respawned? Ich muss die Pflanze machen, das macht ihm jetzt zu viel Schaden. Also einen kann ich CC'en, aber zwei wird kritisch. Ah, ich krieg vor zwei einen Schaden, uncool. Ich hätte den da marken sollen. Ja, ich bin manchmal nicht so schlau, was das angeht, Leute zu marken. Gibt's irgendeine vernünftige Gruppensuche? Abyss, Instance, Sauro. Wieso gibt man eigentlich Sauro? Könnt ihr mir das mal sagen? Also gibt es einen höheren Zweck von Sauro, den ich nicht kenne? Also, der Schmuck ist schlecht. Ja, man kriegt kostenlos, wenn man in die Bibliothek geht, besseren Schmuck. Oh, ich glaube, er ist besser. Ja, er müsste besser sein. Dann gibt es keine EP. Es gibt eigentlich gar nichts. Aber es muss ja irgendeinen Sinn haben, dass man es geht. Also gibt es da irgendwas, was ich nicht weiß. Ich meine, man kann ja noch nicht mal sagen, dass das tut gut ist, weil man das ja nicht HD erzeugt. Das heißt, man kriegt keine antiken Steine. Und das ist halt irgendwie kacke. So, was habe ich denn bisher gedroppt? Boah, ist ganz okay. Ich meine, dafür, dass ich nur 28 Mobs getötet habe, ist das ganz okay. Also das Loot-Event lohnt sich schon. Bin ich auch sehr glücklich darüber, dass es da ist. Und übrigens, ich habe beim Support nachgefragt und habe jetzt die offizielle Bestätigung, dass diese Mobs hier komisch aussehen. Nein, das wollte ich nicht sagen. Das Crafting Boost, wie das Event oder wie die Rolle, obwohl es dort nicht beisteht, das magische Craften, auch das magische Craften laut Support beeinflussen und ja, das ist ganz interessant, weil man jetzt, ich weiß, dass ich von 97 auf 98 mit Level 90er Rezepten, ich glaube 600 Rezepte gebraucht, also 600 Mal Craften gebraucht habe und nennen wir es viel, also wirklich sehr viel. Das ist unvermessen viel, vor allem dann im höheren Gebiet. Und dann eine 200% Boost zu haben, dementsprechend nur ein Drittel craften zu müssen, ist dann schon ganz gut. Ich meine, statt 600, 200 craften macht einen Unterschied. Also wirklich. Haben wir gerade Energie des Wachstums bekommen? Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Sehr schade, dass nur die eine einzige Taubengruppe über mich rübergeraufelt ist. Also. Ernsthaft? Schon wieder Atreia schwingen? Lol. Lol. Das ist ein. Jo. Obwohl, das könnte ich. Nee, ich das sie. Ich habe gerade überlegt, ob ich sie schusse für die Stats. Lass mal kurz gucken. Also, weil ich halt ungeplusste Flügel habe, aber. Die sind erst so viel hoch, erst gut. Ah, ich weiß nicht. Ich behalte sie erstmal, denke ich. Aber ich weiß zumindest, welche Folgentitel ich jetzt nehme. nee, aber. Ich meine, bei.
33 getöteten Mobs dann 2 Schwingen zu kriegen, ist meines Erachtens sehr gut. Weil das war ja beides durch diese nicht-epischen Leute. Ja, das ist richtig. Ich dachte gerade, ich hätte es falsch gesagt. Und, ist schon enormes Glück. Woher kenne ich den? Achso, das ist ein Stay. Ja, dann kenne ich ihn wahrscheinlich nicht. Die Fighter, ich würde mir gerne den Kleinen rauspicken. Wieso habe ich den gelootet, damit der eine mir nicht so nahe kommt? Und trotzdem resettet? Weil es ja kein Damage-Dot ist, sondern nur ein Dot-Dot. Ein zustandsverändernder Mob. Dot. Oder geschwindigkeitsverändernder. Ihr wisst, was ich meine. Und der Minior hat halt den Vorteil, dass er trotzdem gut droppt, eigentlich. Episch ist und einfach zu machen ist, weil es halt Minior ist. Ihr kennt ja das Spielchen mit den kleinen, süßen Mobs. Aber nimmt die nicht einfach so, ja. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt ein hohes Level habt, dann greift ihr nichts einfach so an. Ja, die Sachen sind nicht einfach. Ich habe jetzt nur das Glück, dass ich mittlerweile 71 bin und dementsprechend Levelreduktion eigentlich sehr gering ist, genauso wie Level Resist. Hä? Wieso haben die... Kommt der jetzt... Kommt da jetzt ein Asmo-Mob raus? Ich glaube, da kommt jetzt ein Asmo-Mob, ne? Okay. Ja, da ist jetzt ein Asmo-Mob. Das heißt, hier sind wir eigentlich safe. Ich meine, der Legate ist schon ganz schön OP. Ich habe ganz vergessen, dass wir dann ja trotzdem die Risse sehen. Das hatte ich gerade nicht auf dem Schirm. Ja, jetzt steht er hier rum und beschützt uns. Nice. Ich frage mich, ob diese Risse eigentlich immer feste Positionen haben. Müssen sie eigentlich. Also, dass es eine Auswahl an Positionen gibt und da ist sie zwar random zwischen, aber eigentlich sind sie fest. Wäre natürlich interessant zu wissen. Wieso ist hier, ganz ehrlich, das wäre voll der perfekte Ort für Mobs. Wieso ist hier nichts? Und das wäre ein perfekter Ort für so einen Raging-Typen. Genauso wie in diesem Haus da drinne. Ich verstehe es nicht. Sieht halt eigentlich... Es sind sehr viele Mobs, ja? Es ist schwer, hier durchzukommen. Aber auf der anderen Seite sieht es sehr leer aus. Also wirklich sehr, sehr leer. Ich wünsche mir manchmal echt mehr Mobs. Also, dass es wirklich schwer ist, hier durchzukommen. Ich meine, ich kann hier momentan ganz bestimmt 100%ig durch das Gebiet einfach durchlaufen, ohne irgendetwas zu ziehen. Weil, naja. Und das ist halt... Wenn ihr es vergleicht mit unseren oben links, den Schwarzmähengebiet da, da kommst du den Grunde nach gar nicht durch, von der einen Seite zumindest. Und hier kannst du halt echt easy durchlaufen. Einfach so. Das finde ich halt schon ein bisschen unfair. Genauso, es ist nicht nur gefühlt so, ja. Es gibt so vielen, die häufiger im Taubengebiet farmen, bestätigen das, dass man auf dem Taubengebiet A besser AFK hinten kann. Das ist nun mal so. Hat ein bisschen mit der Mob-Verteilung zu tun. Und das B auf Taubenseite, warum auch immer, und es kann auch nur gefühlt sein, aber es besser droppt. Und zwar viel besser. Nee, nur so ein bisschen, ja. Ja, und was sagt ihr eigentlich zu den kommenden Events, die jetzt kommen? Es kommt ja so ein Glücksrad, Solorus, kommt wieder, also die Lotterie, ein PvP-Event, was wahrscheinlich nicht so toll wird. Naja, keine Ahnung, es wird wieder... Massenzergen, aber naja, ist halt Ion. PvP-Event kommt. Young Thaler. Also, ich weiß nicht. Erstens weiß ich nicht, wie sie dieses Mal bei Solorus, also der Lotterie, etwas einbauen können, was man will. Ich meine, ich werde mal diesen Varior da angreifen. Ich will mal gerne wissen, was für eine Kampfart du bist. Nahkämpfer, okay. Solorus ist ja, also, oh, ich nenne es einfach Lotterie jetzt. Die Lotterie ist ja eigentlich, an und für sich ist es eine sehr interessante Sache, aber praktisch gesehen dadurch, dass man unendlich viele Karten braucht, ehe man etwas gewinnt, ist es einfach nur Geldverschwendung. Und dieses Mal ist es so, beim letzten Mal waren es die plus 12er Federn, die echt gut waren. Die sind immer noch gut. Und jetzt, ich meine, was können sie reinbringen? Diese plus 10er Marchetanzwaffen im eigentlichen Sinne? Ist das Spiel zu laut?
Oh, kein Wunder, ich hab's auf 100%. Das wird lustig in der Unterbearbeitung. Also, die plus 10er Marchetanzwaffen könnten sie reinbringen. Die wären auch interessant, aber dafür gibt niemand 100 Euro ins Spiel. Denke ich. Vor allem, weil sie bei kommenden Events nochmal kommen werden. Meint's ja nur. Und was sonst noch? Die. Vielleicht eine plus 10er Goldfeder, aber das ist auch so. Naja. Wahrscheinlich eine plus 10er Max-Stat Goldfeder auswählbar, ob Crit oder Acuity bzw. Emag. Aber ganz ehrlich. Es gibt gar keine Acuity, ne? Doch, doch, es gibt eine Acuity. Weil ich jetzt Schwachsinn erzähle. Das ist doch nichts, was man. Das ist nicht wie damals der Boost durch die plus 12er Feder, die Max geprockt war. Das ist halt. Jetzt ist es nicht so interessant, finde ich. Ja, und wenn es irgendein Mount ist oder sowas besonders aussieht, ich meine, hä? Ich geb doch nicht für einen Mount, was dann eh nach einer Zeit in den Shop kommt, ja? Also tut mir leid, bisher kam jedes Mount irgendwie nochmal so viel aus. Selbst das Mount, das dieser blaue Kyrus da, dieser Kyrin, halt nicht Kyrus, sondern Kyrin, der gesagt wurde beim Meet and Greet, dass er exklusiv fürs Meet and Greet ist, kam danach bei einem Event, bei Shugo. Das heißt, alles kommt wieder und meistens viel leichter zu erreichen. Gut, Meet and Greet, das kann man nicht vergleichen. Das ist halt, entweder du bist eingeladen oder nicht. Aber jetzt mal ehrlich, das ist halt. Es gab noch nie irgendwas Exklusives. Außer vielleicht Skins, die es. Zum Beispiel der Skin, der nur beim Meet and Greet ausgegeben wurde, auf diesen kleinen Kärtchen. Der war. Ist zumindest immer noch exklusiv. Ja, das, wenn man ihn handeln kann, natürlich, aber der wurde zumindest noch nicht weiter vermarktet, dass er dutzende Male wieder im Spiel verfügbar war. Aber was hatten wir sonst? Wir hatten, oh Gott, lass mich überlegen, jetzt vor allem bei den Mounts. Ja, den Grund nach kam der Shugo-Jet, war lange nicht im Shop, war dafür aber schon in Shugo-Spiel verfügbar, nicht Shugo-Spiel. Wo kam der damals? Also diverse Shugo und sonst, ne? Ich glaube, Kaisergrab wurde eingeführt. Und dementsprechend, das ist bei mehreren Sachen so. Ich mache jetzt übrigens noch den Mob. Deswegen, genauso wie wir damals total die Feuerdrachenwaffen gehypt haben, die man bei dem PvP-Event bekommen hat, weil wir dachten, sie seien exklusiv. Und dann kam sie danach mit jedem Event nochmal. Jedem, ja. Das wird genauso mit den Wasserdrachenwaffen sein, dass sie jetzt noch gehypt werden, weil sie nur ganz, ganz selten durch zum Beispiel irgendwelche komischen Kisten oder sonst was erhältlich sind. Und später kriegst du sie bei Yangtada, du kriegst sie bei Solurus hatte damals auch Feuerdrachenwaffen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube schon. Aber ich gar nicht so sicher. Dann. Ich bin gestunt, scheiße. Wo kamen Feuerdrachenwaffen noch? Also, bei fast allem, ja. Die sind halt jetzt. Die kamen. Doch, die kamen definitiv bei so. Bei, nicht bei Solurus, aber beim Yangtaler während Solurus. Und deswegen kamen die damals zu Dutzenden auf den Server. Also wirklich Dutzend. Ungelogen. Du hast das war ja irgendeine Belohnung, die du ständig gekriegt hast. Ständig. Also. Das Versuch, was anderes zu kriegen. Die Blitzflügel. Die Blitzflügel sind sogar relativ exklusiv geblieben. Aber sie sind jetzt scheiße, weil sie nicht aufwertbar sind auf Haldeber. Hey! Naja, aber sie sind immer noch gut. So. Auf jeden Fall, ihr könnt euch ja an der Diskussion mal ein bisschen fortsetzen, wenn ihr das wollt. Ich mache auch da gerne in den Kommentaren mit. Und ich wünsche euch ansonsten noch viel Spaß bei weiteren Folgen. Tschüss!